lässt. Genau. Der sich lieber eine blutige Nase holt, bevor er akzeptiert, dass man mit dem Kopf nicht durch die Wand laufen kann. Genau. Du bist mir sympathisch, Rufus. Immer der Sonne entgegen. Und wenn die Flügel schmelzen, eine Sonnenbrille aus dem flüssigen Wachs kneten. Ja, ich bin schon lässig. Ersatzteile und Neurochirurgie? Seltsame Mischung. Findest du? Ich hatte eigentlich immer den Eindruck, dass die beiden Disziplinen recht nah beieinander liegen. Verstehe. Wie Genie und Wahnsinn. Wenn das ein Kompliment war, dann ist es gerechtfertigt. Was machst du hier? Wonach sieht es aus? Du wühlst wie ein Wombat im Müll nach Essensresten? Ich suche nach Ersatzteilen. Das wusste ich. Und? Schon was gefunden? Wenn man weiß, was man will, kommt man immer zum Ziel. Hey, das ist mein Familienmotto. Ach nein, warte. Das Familienmotto war, es reicht zu wissen, wie man ein Feuer entfacht. Wie man einen Feuerlöscher bedient, wissen andere. Ist es noch weit zur unteren Aufstiegsstation? Nein, nein, überhaupt nicht. Super. Sie liegt direkt auf der anderen Seite dieses Schrottberges. Genial. Gleich hinter dem unüberwindbaren Lügenlabyrinth. Astrein. Mal angenommen, ein Bastlerkollege hätte ein Problem. Also rein hypothetisch. Bastler kennen keine Probleme, nur Herausforderungen. Mein Reden. Aber Bastler helfen sich auch untereinander, wenn sie eine solche Herausforderung haben, richtig? Keine Frage. Das ist sogar die zweitwichtigste Klausel im Bastlerkodex. Gleich nach, zeige niemals der Frau des Bastlers deine Nagelpistole, sonst zeigt er dir seine zwischen die Augen. Wichtige Regel. Also schieß los. Was gibt es? Wenn zum Beispiel das Mainbike nicht anspringt. Du meinst die rostige Schrottlaube da drüben? Wie reagiert sie denn? Naja, sie rattert kurz und geht sofort wieder aus. Da ist wohl mal wieder der gute alte Bremsflügelrundschaft im Dorsalrumpf-Illuminator auf der horizontalen Achse involviert. Was? Ja, der Rundschaft, ja. Das passiert mir alle Nase lang. Freu dich doch, dass es nichts Ernstes ist. Für Bastler wie uns kein Thema, nicht wahr? Ist es ja auch nicht. Ich wollte nur noch mal eine zweite Meinung einholen. Also wirklich, da gibt es doch keine zwei Meinungen. Der aviale Stromumkehrer ist kaputt. Zum Glück habe ich gerade einen gefunden. Hier. Hey, super. Das ist ja genau das, was ich brauche. Offenbar. Was ist? Soll ich dir auch noch beim Einbauen helfen? Nein, so ein Unsinn. So einen avialen Stromdingens einzubauen, das mache ich doch im Schlaf. Ja, das ist mir auch mal passiert. Am nächsten Morgen hat mich meine Frau verlassen. Seitdem schlafe ich nicht mehr auf Wasserbettmatratzen. Ist sonst noch was? Meine Freundin ist zu schwer. So, so. Na, da habe ich genau den richtigen Rat für dich. Wirklich? Ja, lass die Finger von solchen Frauen. Da holt man sich nur einen Bettrückenschaden. Danke. Ist sonst noch was? Meine Freundin hat ein defektes Gehirnimplantat. Wo kommst du zu genau dem Richtigen? Es muss Schicksal sein, dass wir uns begegnet sind. Heißt das, du kannst es reparieren? Und ob? Perfekt. Allerdings nicht hier. Oh. Bring sie doch einfach morgen zu mir in die Praxis, auf dem schwimmenden Schwarzmarkt. Morgen, sagst du? Mist, das ist zu spät. Nein, nein. Man kann wochenlang mit einem defekten Hirnimplantat rumlaufen, ohne dass es ernsthafte Folgeschäden nach sich zieht. Meine Frau lief sogar 2 Jahre lang mit einem verschmorten Hirnlappenchip durch die Gegend. 2 Jahre? Ja, sie hat nur noch Kauderwelsch geredet. Peinlich eigentlich, dass ich es nicht gemerkt habe. Ist sonst noch was? Nichts, was ich nicht auch allein in den Griff bekomme. Sehr gut. Selbst ist der Mann. DIY for the win. Du scheinst dich gut mit Frauen auszukennen. Ha! Und ob? Wieso fragst du? Meinst du, jemand wie ich könnte jemals etwas mit einer Elysianerin anfangen? Oh, Rufus.
Ich sage immer, mit Frauen ist es wie mit dem Bau eines Stromumkehrers. Man kann eine Schraubmuffe an einen sphärischen Korpus klemmen, aber niemals eine Klemmmuffe an einen kubischen. Aha. Setz dich an Rätsel. Ein Freund von mir kennt da eine Frau. Er glaubt, dass sie wirklich was für ihn übrig hat. Aber? Ja, sie ist sowas wie verlobt. Oh je, Rufus, du kennst Leute. Ja. Also, die Situation ist eigentlich so simpel wie der Bau eines Stromumkehrers. Solange der Mowe-Flansch noch an den kubischen Korpus gehört, wird es auch nie einen avialen Stromumkehrer mit Mowe-Flansch geben. Ist doch logisch. Jo. Kann ein einfacher, aber super lässiger Typ aus der Unterschicht gegen einen reichen Elysianer konkurrieren? Tschüss. Es ist doch immer wieder die alte Geschichte. Die Liebe mag einen Flügel verleihen, aber ein dorsaler Stromumkehrer hat immer noch mehr Speichen am Ritzel als ein Binausaler. So ist nun mal der Lauf der Dinge. Was kann ich tun, um eine Frau für mich zu gewinnen, die bereits in festen Händen ist? Tja, dafür gibt es leider kein Rezept. Aber wenn du mich fragst, würde ich mir ein Beispiel am Stromumkehrer nehmen. 4 Speichen, Schrauben. 2 Speichen, Klemmen. So einfach. Jo. Ach, vergiss es. Ich weiß mehr über Frauen als jeder andere. Ah, ein Frauenversteher bist du auch noch. Na, dann hoffe ich, dass ich trotzdem irgendwie helfen konnte. Ja, natürlich doch. Ist da Schnaps drin? Der beste Freund des Bastlers. Ja, beruhigt die Hände, befreit den Geist, senkt die Hemmschwelle, die Hände in die Nähe von schnell rotierenden Sägeblättern zu halten und wirkt sowohl desinfizierend als auch schmerzlindernd. Bedien dich ruhig. Es ist genug für uns beide da. Ich muss dann mal wieder. Mach es gut und nie ohne Schutzbrille. Jo. Und komm mich mal auf dem schwimmenden Schmack besuchen, falls wir uns hier nicht mehr sehen. Einen Schluck, habe ich gesagt. Nicht die ganze Flasche. Bla, bla, bla. Habe ich erzählt, dass ich Herpes habe? Was fällt dir dann ein, aus meiner Flasche zu trinken? Ich bin Arzt. Unter anderem. Ich kann mir keine entstellenden Infektionskrankheiten leisten. Wer würde sich dann noch von mir einer Gehirnoperation unterziehen lassen? Tja, wer? Wisch sofort den Flaschenhals ab. Aber gründlich. Okidoki. Wir haben nichts. Okay, das wird sicher noch ein Rätsel. Das habe ich in meinen Adern. Aber ich würde sagen, heute wird's nichts mehr mit Rätseln.